Jo Leute, was geht ab? Und ein wundervolles und herzliches Willkommen. Das letzte Mal hier ist Abu Dhabi mit, nicht das letzte Mal, sondern das letzte Mal mit Ferrari. Hier ist Abu Dhabi. Ich freue mich wirklich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Und endlich geht es mal wieder weiter mit der Formel 1 Karriere. Gestern gab es ja ein Spezial zu Formel 1 2019 Season. Wie gesagt, kam leider einen Tag zu spät. Ich hätte es für Sonntag geplant, ist sich dann nicht ausgegangen. Deswegen kam es dann am Montag. Gab auch da ein paar Probleme mit Corporate Zeugs und so weiter. Habe ich aber hinbekommen. Und könnt ihr euch gerne ansehen, ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Wir sind hier auf dem Yas Marina Circuit auf Yas Island, 5,5 Kilometer und ich glaube 17 Kurven ist da gestanden. Ja, Höhendifferenz gibt so gut wie keine, außer nach der ersten Kurve geht es ein bisschen rauf, dann geht es wieder runter und ja, das war's dann schon. Sehr, sehr flach, wir sind dort auch, ja, in der Wüste. Hier auch das wunderschöne Grand Hotel, oder das heißt, echt schön ist es überhaupt, wenn es Nacht ist, ist es wunderschön beleuchtet. Und wir kommen hier in unsere letzte Qualifying-Runde. Bevor wir mit einem anderen Team starten, ich habe auch schon in Planung, was wir starten. Wenn ihr schon gespannt seid, aktiviert gerne die Glocke, dass ihr nichts verpasst. Und vor allem abonniert gerne unseren Kanal, kostenlos natürlich, dass ihr da nichts mehr verpasst. Und dass ihr uns supportet, auf jeden Fall. Und hier diesen Berg runter, ein bisschen weit rausgekommen. Aber alles in allem sehr, sehr gut. Die erste Runde war extrem gut, aber hier konnte ich mich nochmal verbessern. Deswegen zeige ich euch diese Runde hier, weil die ja auch ordentlich ist. Und wir werden uns da ein paar Zehntelchen hoffentlich noch verbessern können. Im Gegensatz zur anderen Runde. Und wie gesagt, wenn ihr schon gespannt seid, mit welchem Team ich fahren werde, es ist auf jeden Fall ein, ja, mittelmäßiges Team, würde ich sagen. Ja, ich würde es so beschreiben. Und ja, seid ihr gehabt drauf, dann schaltet auf jeden Fall übermorgen ein. Sprich, heute ist Dienstag, dann am Donnerstag oder vielleicht sogar morgen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich kommt es am Donnerstag dann und am Samstag dann noch gleich die nächste Karriere. Seid gespannt und schaltet auf jeden Fall ein. Und ja, wir sind hier gut drin. Ein paar Verbesserungen, persönliche Bestzeit. Aber natürlich nicht Top-Bestzeit, also nicht lila mit absoluter Bestzeit. Ja, ich weiß nicht, was es ausmacht, aber wahrscheinlich habe ich in den ersten zwei Sektoren kein Lila gefahren. Und hier auch Perez jetzt ein bisschen weg, hat uns leicht Windschatten gegeben. Und deswegen war es auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Und zack, die letzten Kurven hier im letzten Sektor verliere ich immer ein bisschen Zeit. Und im ersten, ja, ist so mittelmäßig, im ersten sind wir extrem gut, im zweiten so mittelmäßig und im dritten verlieren wir meistens ein bisschen Zeit. Grund natürlich wahrscheinlich der aerodynamische Nachteil. So, es hat lila aufgeblitzt, wir sind Erster geworden. Ich habe aber das Getriebe nochmal gewechselt und habe dafür eine 5-Plätze-Strafe bekommen. Hamilton nervt den Platz, dahinter Leclerc und Bottas. Bei uns ist sowieso egal. Dachte ich mir, da kann ich auch von 5 oder 6 starten. Perez und wir dann, Weber, Butler, auf 8 ist dann Russell, auch sehr, sehr gut die Williams, Vettel und Magnussen, Sainz und Albon, auf 13 und Giovinazzi und Norris, Gasly, Grosjean, Kimi, Hülkenberg auch sehr gut qualifiziert mit 18 Plätze Strafe Stroll und Verstappen mit einer 20 Plätze Strafe, ganz, ganz hinten wird also die Real Last to First Challenge machen, weil er straflichtbedingt ganz, ganz hinten starten muss. Ähnlich wie Bottas in der Formel 1. Wie gesagt, wenn ihr gespannt drauf seid, auf die Season F1 2019 Saison Review Video. Boah, jetzt haben wir es, Alter, ist das lang. Schaltet gern ein. Da kommt der zweite Teil, wahrscheinlich Ende dieser Woche. Freitag, Samstag, vielleicht Sonntag, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Muss da ein bisschen schauen wegen Copyright und so, aber es kommt auf jeden Fall das Highlight wieder der Season und natürlich auch die Mega-Season. Bin mir noch nicht sicher, ob sich das noch vor Weihnachten ausgeht, weil das echt viel, viel Material ist. Es wären 40 Videos, ich glaube immer um die 30 Minuten. Nein, das Training war 20 und die Videos meistens auch nochmal um die 25. Das heißt 45 Minuten mal 42. Ja, es sind, wäre das über ein paar Stunden und das mal zu downloaden, zu schneiden und dann wieder abzuladen, wird auf jeden Fall auch schwer und das in ein halbwegs brauchbares Video zu bringen. Ja, wie gesagt, seid nicht enttäuscht, wenn das erst Ende des Monats kommen würde oder Anfang des nächsten Jahres. Gut, aber wir starten jetzt mal ins Rennen rein. Es wird eine 2-Stop-Strategie geben. Vielleicht, wenn wir den roten Stop rauszögern könnten. Dann mit gelb, aber mit dem weißen wird so gut wie keinen Sinn machen. Wir starten hier von ganz, ganz hinten. Und ja, das ist sowieso kein Problem. Hier ein kleiner Cut, es tut mir leid, aber mir ist da ja Stroll und ein paar andere hinten drauf gefahren. Und ich dachte mir, bevor ich das noch mal restarte, haue ich nur den Cut rein. Und ja, ich habe nicht zu viel Platz gelassen, weil ich weiß, hier ist es echt schwer zu überholen. Es gibt nur richtig zwei Möglichkeiten. Und das ist einmal die extrem lange Gerade hier. Oder man bremst doch mal hier schön rein. Zack. Und die ersten, Stroll, komm schon. Und die ersten drei, nicht Gasly reinfahren. Der Gasly ist auch der schlechteste Fahrer unserer Karriere. Passend auch zu Red Bull Anfangszeiten von der Formel 1. Aber das ist ein anderes Thema. Wurde ja natürlich auch
rekrutiert zu Toro Rosso. Und wir saugen uns auch hier wunderschön dran, haben jetzt schon 3 Plätze aufgeholt nach einer halben Runde. Und jetzt hier, ich muss hier ein bisschen in den Platz wieder lassen, weil ich wollte ein bisschen reinstechen, habe mich dann verbremst, vertan. Und ja, Gasly nimmt da keine Rücksicht auf mich oder so. So, und 16. Alter, wir haben 4, vielleicht Giovinazzi 5 Plätze. Komm schon, komm. Außen, ja, das geht sich aus. Hier auch ein bisschen Platz gelassen, dass ich ihn da nicht den Flügel runterfahre. 5 Plätze jetzt schon aufgeholt. Halleluja, wenn es so weitergeht, dann könnte das wirklich noch ein Sieg werden. Könnte, weil die letzten Rennen waren wirklich extrem schwer gegen die Spitze. Konkreter Hamilton und Halleluja. Ja, das war ein bisschen voreilig hier an Grosjean. Die Spitze, sprich Grosjean, Verwarnung. Er ist mir voran dann drauf gefahren und nicht ich ihn, aber ist egal. Die Spitze, auf jeden Fall mal Leclerc, Hamilton. Bottas eher nicht so, aber Leclerc und Hamilton, die haben die letzten Rennen richtig gut angepaced. Und das Problem natürlich, ich werde mir jetzt mit diesen engen Fights und Ausbremsmanövern und so weiter die Reifen zusammenhauen und ich werde es auf keinen Fall schaffen. Mit einem Stop auf Vers will ich nicht gehen. Deswegen werden wir, Halleluja, das war ganz schön knapp, deswegen werden wir auf 2 Stops gehen. Und ich hoffe natürlich, das ist die richtige Strategie. In Brasilien war es die richtige. Wir konnten ja mit einem Undercut gegen die beiden Führenden uns wunderschön den Sieg holen. Aber wie das Ganze hier ausgeht, ist fraglich und seid gespannt. Wie gesagt, bleibt dabei und supportet unseren Kanal. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Video teilen würdet oder auch unseren Kanal teilen würdet. dass wir da ein bisschen mehr Support bekommen würden. Würde mich wirklich freuen und seid wirklich gespannt. Ich habe noch vor, eine Last of First Season, komplette Season zu machen. Vielleicht probiere ich es mit diesem Team, was ich vorhabe, aber wahrscheinlich dann eher mit dem nächsten Team. Aber da muss ich auch schauen, welches ein bisschen besser ist, weil eine Last-to-First-Season-Challenge zu machen mit einem Team, das, ja, würde ich mal sagen, Williams ist. Hier haben wir ein paar Überholmanöver. Auch wunderschön hier außen, Gasly. Und ja, wie soll ich sagen, wenn wir da so ein Team haben, wie Williams dieses Jahr war, ist es ein bisschen schwierig, eine Last-to-First-Challenge zu machen, weil ich wahrscheinlich nicht mal gescheit an den Führenden vorbeikommen würde. So, hier, eine Runde später oder ein paar Kurven später, Grosjean endlich. Wie gesagt, es geht so richtig schleppend voran. Richtig zäh und zahrig und richtig grauslich, weil es nicht viele Überholmanöver gibt. Schaut deswegen gerne dabei auf Instagram vorbei. Link ist unten in der Beschreibung zu unserem Instagram-Kanal. Mein privater Instagram-Kanal ist natürlich auch unten verlinkt, falls ihr mal Bock habt auf was anderes. Und da sind natürlich auch alle Picks und so weiter drin. Und hier auch ein Hülkenberg. Ja, das ist echt extrem schwierig, dran zu bleiben, irgendwie reinzustechen. Die meisten Kurven kann man nicht gescheit überholen. Und viel über Strategie zu machen, ist schwierig, wenn man 14er ist. Ich könnte jetzt in Box fahren, wären aber die Reifen dann hin und das ist echt hier auf der Strecke schwierig. In Brasilien war es einfacher, ist eine Highspeed-Strecke, macht doch eher mehr Spaß wie die. Ich finde die schön zu fahren, aber Brasilien ist mir bei Gott lieber und da war auch ja die Überholresonanz ein bisschen größer. Runde Nummer 3, wir sind P13 und hier an einer interessanten Gruppe Albon, Sainz und, okay, jetzt nur noch Sainz und Magnussen dran, ja, hier ein bisschen. Albon wollte dranbleiben, ich habe nicht daran gedacht, dass er da links irgendwie noch was reinstechen will. Es gab keinen Unfall oder so, aber eine leichte Radberührung und mich hat es da fast weggedreht. Und deswegen, ja, Albon, passt doch mal auf, bitte. Passt doch einfach mal auf. So, und die Reifen sind, wie ich es mir gedacht habe, in der vierten Runde schon auf 25%. Magnussen hier im Struggle mit Sainz und wir kommen da schön vorbei. Nimm Sainz ein bisschen als Bremsblock für Magnussen und komm da wunderschön vorbei und haben endlich P11 eingeholt. Lieber wäre es mir schon P10 zu haben und wir haben schon 4 Runden gebraucht. Aber alles andere als einfach hier zu überholen, das ist echt eine Strecke, die mir, ja, ich will nicht sagen nicht liegt, aber nicht ganz gefällt. Halleluja Sainz, was magst du hier? Und auch hier, man kann nirgendwo reinstechen, man kann nirgendwo reinfahren. Eine Runde später oder zwei Runden später, nein, das war glaube ich eine Runde später. Hier dieser Fight mit Vettel. Ja, das beste Ende für Vettel, aber das zweitbeste für uns, weil wir uns auch Sainz schnappen konnten, dank Vettels Ausbremsmanöver hier. Echt gut durchgekommen und was soll ich sagen, echt mega super. Gefällt mir gut. Das, mir gefällt, oh mein Gott, ja, das war sehr, sehr, ja, würde ich mal sagen, optimistisch abgekürzt, aber das war
noch nicht strafwürdig. Ich habe mir dadurch keinen Vorteil verschafft. Und Leute, schreibt es euch in die Kommentare. Aber es ist auf jeden Fall noch an der Grenze legal. So, P9, 2 Punkte wären das jetzt schon mal. Und wir knabbern, wir sind jetzt 6. Ich habe ein bisschen vorgespult. Und wir sind, also Blödsinn, wir sind jetzt sind wir 8. Ich habe an die Runden geschaut. Nein, wir sind natürlich 8. Und kommen allmählich nach vor. Das sind schon 4 Punkte. Und jetzt sind aber die Reifen schon ein bisschen durch, Runde Nummer 7. Und ja, ich denke mal, wir werden nicht mehr gegen die Spitze fighten können. Der Butler hier, der nächste, den wir uns holen können. Unsere 6 Punkte wären das. So, schön dran robben und ganz langsam vorbei. Halleluja. Es macht fast keinen Unterschied mehr, wie viele, welches Auto da fährt. Die Reifen sind fast durch. Man rutscht in jeder Kurve weg. Es ist eine unfassbar reifenfressende Strecke und deswegen ist es echt schwierig, hier dran zu bleiben an den Gegnern. Und das ruiniert das Ganze auch ein bisschen. Hier am Perez, ja, ungewöhnlich in den gelben Auto. Jetzt ist es normalerweise bei den Pinken wunderschön von außen. Das ist dann doch der Traktion- und Speed-Vorteil von uns. Und es geht hier in die Replay. Wir haben hier dieses wunderschöne Überholmanöver an Hülkenberg reingestochen, wunderschön vorbeigekommen und gut durchdacht draußen. Salala. Ja, das war diese Berührung. Es war so ein Hinterrad an Vorderrad. Und auch das hat mir auch richtig gut gefallen. Aber das Beste, das war auch richtig gut. Hülkenberg ist dann, wer war denn das? Wer bist denn du? Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ist ein bisschen abgekürzt und hier haben wir auch das Überholmanöver dann an Vettel. Ja, wie es überholt war schön, aber wie es zustande gekommen ist, war nicht so schön. Und jetzt meines Erachtens, dann das ist es noch nicht. Das ist doch wieder das gleiche, oder? Nein, das. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich gar nicht mehr. Halleluja. Und jetzt hier, wunderschön aus dem Windschatten raus. Aber es hat doch gedauert, hier an Devin Butler vorbeizukommen. Wirklich ganz, ganz zaghaft hier vorbeigekommen. Der hat schon eine Power. Und die sind echt nicht schlecht. Hier auch, er ist ein bisschen über den Abweisen gekommen. Und das meiner Meinung nach das Beste, wo man über von außen. Wunderschön vorbeigekommen, keine Berührung, nichts. Und er hat uns auch schön vorbeigelassen. So, Runde 8, ein bisschen früher als gedacht. Leider erst früher. Kommen wir nun in die Box. Wir sind auf P6 vorgekommen. Nicht mal P1, P2, P3. Leider nur P6. Und wir kommen gleichzeitig mit Perez. Den ersparen wir uns schon mal zu überholen. Das Problem natürlich, wir fallen so weit zurück wie möglich. Und ich hoffe natürlich, wir können mit diesem frühen Boxenstopp müssen wir jetzt auf jeden Fall auf 2-Stop gehen und können da jetzt nicht mehr. Ich habe auch zwischenzeitlich überlegt, die Weißen, aber das hätte 100 Runden gedauert und dann wäre es das Rennen vorbei gewesen. So, hier ganz aggressiv gegen Bottas und wir haben Bottas überholt. Wenigstens haben wir den undercuttet und sind da mit einer guten Strategie rausgekommen. Und schaut euch mal das an. Seine Beschleunigung ist einfach besser wie unsere. Das ist echt nicht normal. Jetzt haben wir den Überschuss und kommt da Gott sei Dank vorbei. Aber auch Bottas überholt da hinten, kommt da näher. Und da vorne, da geht es auch zur Sache. Was soll man sagen? Wenn Kimi Räikkönen, hallo, ein bisschen weggedreht, Magnussen und Gasly zusammenkommen, sage ich einfach mal Danke, Kimi. Und wir bekommen gleich mal DS für Magnussen. Halleluja, es rennt richtig gerade durch. Ich finde, wenn es so läuft, wenn man ein paar überholen kann, auf einer richtig hohen Schwierigkeit, wir fahren hier immerhin 101 und das ist nicht mehr Kindergeburtstag, Leute, es ist Erwachsenengeburtstag. Ja, das war auch ein bisschen, ich weiß, ein paar Mal, ja, das gab auch Teamkollege in der Boxengasse jetzt schon. Wir sind hier Ende der Runde und so, Ende der Runde, unser Teamkollege ist über alle Berge, schau gerne früher vorbei, IT-Gaming. Überholen wir jetzt auch außenrum Albon, der hier natürlich die falsche Linie hat und wir kommen schön vorbei, sind jetzt P7 und ja, eine Runde später auch an Vettel nun vorbei und übernehmen endlich. Endlich sind wir mal am Treppchen mit einem Fuß auf P3. Leclerc vor uns. Ja, gute 10 Sekunden trennen uns leider. Aber natürlich, er ist zweit, ich glaube, 3 Runden später reingekommen und könnte dann jetzt auch theoretisch durchfahren. Wir hätten es ein bisschen schwieriger, um durchzufahren. Wir schauen uns das Ganze natürlich mal an, ob sich das ausgehen würde. 10 Runden haben wir noch zu fahren. Sind jetzt P2. Hamilton war gerade in der Box, aber die Reifen, es geht sich einfach nicht aus. Wir haben, glaube ich, knappe 50% auf jeden Reifen. Oder nein, es sind nur 38, aber es fühlt sich wirklich so schlimm an. Ich rutsche in den Vollgaskurven komplett und muss deswegen nochmal reinkommen. Ich hatte es auch 2-3 Mal fast weggedreht. Und deswegen geht es nochmal rein.
Wir holen uns nochmal die roten Reifen, pushen nochmal zum Schluss. Aber das hätte ich nicht gedacht. Wir sind auf P4 zurückgefallen. Das ist echt nicht schön. P5 sogar. Und das ist nicht gut. Ich will auf jeden Fall aufs Treppchen. P2 ist... P1 wäre der Traum, aber der ist 30 Sekunden weg und wird vermutlich auch nicht mehr stoppen. Wir haben noch 6 Runden hier. Ganz, ganz energisch gegen Russell. Ganz schnell vorbeigekommen. Keine Berührung, nichts. So, ein paar Runden später, ich glaube eineinhalb Runden später circa, hier auch ein sein Teamkollege Lukas Will, wie gesagt, die sind extrem gut, richtig schnell und man kann nicht sagen, die sind so top in Form. Ich habe auch überlegt, mit denen zu fahren. Also ein Ausschließungsvermögen, ja, kommt nicht raus. So, und nun eine Runde vor Schluss. Ich pimple sicher schon 3-4 Runden herum an Hamilton. Wir sind doch immer wieder dran, nicht dran. Und jetzt sind wir endlich im DS-Fenster, kommen wir ganz, ganz langsam näher. Und können uns hier hoffentlich freuen, unseren P2-Platz einzunehmen. Ich hoffe natürlich, wir können das halten. Die Reifen sind nämlich durch den Fett schon ein bisschen, ja, ihr seht es jetzt hier auch schon, ein bisschen lischiert und auch sehr, sehr abgenutzt. Schon leider. Ich hätte gern nicht zu lang gegen Hamilton gefertigt, sondern eher auf Leclerc aufgeholt. Geht sich jetzt leider nicht mehr aus. Sind knappe 10 Sekunden, 17, okay, ja. Aber man sieht auch, ich werde in den nächsten Runden ihn schon in Riesenschritten aufholen, also die gelben Reifen halten mir eigentlich gar nichts mehr. Ich bin vielleicht ein, zwei Runden zu früh reingekommen mit denen für die Routen und ja, hier haben wir nochmal den Ausfall von Giovinazzi, das habe ich gar nicht mitbekommen, wann der rausgefallen ist, deswegen spiele ich halt nur so die Replay an. Motorschaden im letzten Rennen ist auch nicht schön, so die Saison zu beenden, aber er hat, glaube ich, eine halbwegs gute Saison gespielt. Schauen wir uns nachher in der Review noch, also ein bisschen in der Zusammenfassung an und ja. Und hier haben wir das wundervolle Überholmanöver an Lewis Hamilton. Mich freut es wirklich mega. Das war richtig ein richtiger Befreiungsschlag nach den Strapazen vom Anfang und jetzt hier schön vorbeigekommen. Wir holen uns nochmal ein Podium. Leider kein Sieg, weil das wird sich bei Gott nicht ausgehen. Den holt sich nämlich Charles Leclerc. Unser Teamkollege gewinnt das Rennen. Verdient, würde ich sagen, weil er hat's, ja, ich meine, wären wir von Anfang an vorn gestartet. Aber das ist halt mal das Last to First oder Last to Fragezeichen. Aber es ist natürlich die Last to First Challenge. Wenn man nicht der Erste wird, muss man meistens dann den Teamkollegen, muss man sich für den Teamkollegen freuen. Glückwunsch an Leclerc. Er holt, glaube ich, seinen zweiten, dritten Sieg. Und wir holen unseren zweiten Platz. Sind sowieso Weltmeister geworden und Konstrukteursweltmeister auch. Also alles in trockenen Tüchern. Ich war schon in Singapur Weltmeister. Also falls ihr euch fragt, was rede ich hier so, und what the fuck und schaut wirklich gern mal die Playlist vorbei. Da ist auch die erste Karriere mit dem anderen italienischen Team, mit Alfa Romeo. Und ja, die ist auf jeden Fall unten verlinkt und auch zum Schluss werdet ihr sie sehen. Carlos Sainz ist 7. geworden. Schön für ihn. Gutes Rennen, gute Saison. Die McLaren sind im Aufschwung und Leclerc auch sehr, 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 sehr gut gefahren. Über die letzten Rennen, wo ich dann die Schwierigkeit oder da, wo man dann auch den fahrerischen Unterschied fast nicht mehr gemerkt hat zwischen uns. Am Anfang hat er schlecht ausgesehen gegen uns, aber jetzt so gegen Ende der Season hat er richtig fahrerisch aufgeholt und auch Hamilton, die zwei, also das ist schon passend, dass wir drei am Podium stehen, weil wir waren, glaube ich, diese Saison die drei unschlagbarsten, weil ich denke auch in Mexiko zurück, wo wir dieses Harakiri überholen, die wir in der letzten Kurve hatten, war wirklich eine interessante Season, vielleicht zu dominant für meine Verhältnisse. Wir hatten im Alpha auch gute Rennen. Und die jetzt nicht gerade immer um den Sieg, aber die waren auch megamäßig gut. Ja, der Fahrer des Tages, eindeutig ich, aber hier am Blatt, weil er ja vom P18 gestartet ist, Nico Hülkenberg, denke ich mal, ist verdient. Wir sind um 2 Punkte nur 198 Punkte vor Leclerc. Wir sind fast 4 Rennsiege vorne, also immer gerechnet, dass Leclerc ein Letzter wird. Und ja, 496 Punkte, 4 Punkte hätten mir gefehlt, dann hätte ich die 500 gehabt. 4 auch 6 Punkte, dann hätten wir die 800 Punkte Marke geholt in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und das war schon eine überdominante Season von McLaren. Ah, ein von toller Ferrari Tag. Natürlich, sorry. Wie denken Sie darüber? Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? Ja, wir haben aufgeholt. Mega gutes Auto, sehr, sehr schnell. Auf das heutige Ergebnis sind Sie sicher stolz, nicht wahr? Ja, das wäre natürlich eine Antwort gewesen für Selbstdarstellung, die erste, denke ich mal. Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Ich will sagen, ich war nicht bei jedem Zusammenstoß. Das war ein knappes Rennen. Wie stehen Sie zueinander?
Na, knapp würde ich jetzt nicht sagen. Die waren ja schon, der war ja schon extrem schnell. Und ich denke mal, für die heutigen Verhältnisse und Gegebenheiten, dass er ja so weit vorne war, wir lange hinter vielen festhingen, auch hinter Hamilton. Ja, würde ich sagen, was jetzt nicht gerade knapp. Lasst wirklich gerne einen Kommentar da, wie euch die Season gefallen hat. Und sollen wir eine Last of First Season machen, in deren Ort, ich schau mal, ich fahre ein normales Australien-Rennen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wie gesagt, Mittwoch voraussichtlich, aber erst Donnerstag kommt das neue Karrierevideo. Seid gespannt, ich freue mich wirklich mega. Wir werden den komplett neu, aber hier haben wir mal. Eine tolle Saison. Deine Leistungen waren gut und das gibt uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Und meine 10% lohnen sich auch mehr. Also genießt die Pause. Und nächstes Jahr weiter so. Ja, vielen Dank. Hey, Glückwunsch zum Treppchen. Das hast du dir verdient. Aber ich auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Aber du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Die könnte man freundlicher sein, Alter. Ich meine, wir haben hier gerade eine, keine Ahnung, halbe Million circa an Kohle gebracht. Und dass sie da so griescremig ist, ich würde mal sagen, wir bleiben hier stehen. Und schauen wir das nächste Mal in den Verhandlungen weiter. Wir haben unseren, ja, das geht leider auch für die nächste Season weiter. Und wenn ich jetzt ein etwas schlechteres Team nehme, wird das Problem werden, dass ich den vielleicht nicht hinterherkomme. Aber das Ganze kann sich alles in die gegengesetzte Richtung wenden. Und hier haben wir nochmal die Übersicht. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Herbst. Wir haben mal hier den Punktestand, 796 Punkte, wie gesagt. Hier hätten 4 gefehlt. In der Fahrerweltmeisterschaft auf die 200. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mal haben wir den ersten Platz geholt und ich glaube 17 Mal die schnellste Rennrunde, also es war schon sehr dominant. Wir haben auch insgesamt nur zweimal nicht die schnellste Rennrunde geholt. Leclerc, also Ferrari insgesamt, hat nur zweimal nicht die schnellste Rennrunde geholt. Wirklich, außer in Frankreich, in diesen chaotischen Regenrennen, wo ich bis heute nicht weiß, wie ich auf 3 gekommen bin, habe ich es nur auf Platz 3 geschafft, da hat, glaube ich, Leclerc gewonnen. Das war auch das härteste Rennen. Kanada war auch nicht einfach, da wo es mittendrin zu regnen begann. Auch Japan war nicht einfach, habe ich aber trotzdem echt. Auf das bin ich wirklich am meisten stolz, dass ich das gewonnen habe. Monaco auch P2 war ein megamäßiger Erfolg. Und wir haben 4300 Ressourcenpunkte, ja auch die ganzen Pokale. Eigentlich haben wir in jedem Rennen einen Pokal bekommen. Wir waren der konstanteste Fahrer und sind auch deswegen in Singapur schon Weltmeister geworden. Haben da auch nicht die schnellste Rennen geholt, Leute. Für heute war es das einmal. Ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Aktiviert gerne die Glocke. Seid doch bitte bei der nächsten Karriere so energisch dabei. War wirklich eine sehr erfolgreiche Karriere. Abonniert gerne unseren Kanal, kostenlos natürlich. Und folgt uns auch gerne auf Instagram und Twitter. Für heute war es das mal. Wenn ihr wirklich so gespannt seid, in welchem Team wir nächstes Mal fahren werden, schaltet doch da ein. Für heute war es das mal. Und jo, danke für den Support in dieser Karriere, aber seid doch bei den nächsten dabei, die wir, wie gesagt, am Donnerstag starten werden. Seid da auch dabei und abonniert gerne das Video, den Kanal und teilt gerne das Video, dass es euch verbreiten kann. Für heute war es einmal und jo, bis dann in Australien und tschüss.